Ja, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Die Daten, ja, da richtig rumgepackt. Ich habe sie jetzt auch schön gesichert auf meiner Platte. Deshalb würde ich mal sagen wir jetzt mal Spiel fortsetzen und wir bauen noch ein bisschen weiter an unserer Perle Niedersachsens an Peine. Und schauen mal, was uns dieses Spiel jetzt so bringt, wenn es weitergeht. Genau, wir waren hier schon ziemlich nah dran. Bildung. Bildung, tung, 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 tung. Gut, ich wollte mir noch einen Kopf machen, wie wir hier diesen kleinen Stau irgendwie rauskriegen. Dass wir dann, ne, das hier ein bisschen weniger kriegen, weil das staut sich hier ja unnütz. So, und da würde ich jetzt gerne mal was so ausprobieren. Und zwar, genau, wollte ich das nicht da machen, sondern wo hier das Problem hier ist, ist ja, dass die Jungs und Mädels hier stehen und sich nicht bewegen. So, und da wollen wir doch mal gucken, ob wir das Ganze verbessern können. Nur dazu werden wir das Ganze wohl erst noch einmal wegreißen müssen. Deshalb mache ich jetzt mal Pause. Ob das überhaupt geht, was ich vorhab, weil wenn, möchte ich die Brücke einmal hier rüberführen lassen. So. Ganz toll, das sollte. So, das funktioniert nicht, weil da noch die. Die Spur zwischen war. So, dann schauen wir mal, ob es denn geht, wenn ich jetzt sage. Okay, eine der beiden Straßen werde ich auf alle Fälle wegreißen müssen einmal. Damit ich das da hoch und das dann da rüber kriege, okay. Das heißt, was jetzt auch noch flöten geht, ist die Straße hier. Ja, das binden wir gleich alles an. So, damit hätten wir einmal das. Hier sollen sie in beide Straßenrichtungen weiterfahren können. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hinbekommen, dass wir. Das bleibt eine Einbahnstraße. Okay, ist zwar nicht schön, aber selten. So, das heißt, hier haben wir jetzt alles, was darauf will. Hier fährt jetzt alles, was runter will. Das, was runter will, kann ab. Und was hier, muss ich dann noch einen kleinen Querschlenker anbringen. Das sollte aber kein Problem sein. Ich glaube, ich kann es mal wieder auf Start gehen. Beziehungsweise kann es runter weiterspielen lassen. Ja, auch noch funktioniert noch. So, weil das Ganze entspannt sich dann hier doch schon ein bisschen. Ja. So, dann muss ich nur noch gucken, dass ich.
Sammelt Müll, ja. So. Achso, das Problem ist das hier. Ja, ihr werdet es überleben. Ich brauche das nämlich hier, um eine Straße anzubinden. So, das heißt, die kommen da rum, die können da lang. Was wir hier auch nochmal machen könnten, ist, dass sich die Feuerwehr noch ein bisschen weiter verlegt. Da runterziehe, um hier einfach die Straße ein bisschen besser noch ausbauen zu können an der Stelle. Verbessern. Sechsspurig muss man hier nicht. Vierspurig würde hier ja schon reichen. Nö, das reicht schon von da aus. So, und das müssen wir jetzt nur noch einmal nicht verbessern, sondern ansonsten nehmen wir die normale Straße, die müsste ich ja nur echt hätten. Das können wir nur bauen, es geht in eine Richtung, also kann ich nur die so bauen. Oder auch nicht. Staut sich das alles wegen der Brücke da. Oh. Hier haben wir gerade einen Verkehrsinfarkt sondergleichen, würde ich sagen. Oh, die wollen ja eigentlich alle großteils dahin. Ah, beziehungsweise da haben wir natürlich die Mülldeponie. Alles noch nicht so optimal, eher suboptimal. Ich würde hier die Straße ja gern verbessern, aber ich glaube, das. Oh, das ist bereits belegt. Komm, die Rufushütte kommt dahin. Dann schärfen wir das Ganze mal, indem wir hier. Achso. Ja, da sollte der gute Doktor aufpassen. Dann machen wir es nämlich so. Zap. Wohl, nö, dann machen wir doch gleich so. Und für die, da muss ich mir noch eine Idee ausdenken. Super, es staut sich und hier brennt's und keiner kommt weg. Das ist alles ein bisschen. Ich glaube, beim nächsten Industriegebiet mache ich gleich ein bisschen breitere Straßen. Wir könnten natürlich auch. Doch, das verschiebe ich nochmal nach da, dann können wir die Straßen verbreitern. Das sollte auch gehen. Raus aus dem Menü. Komm.
Das ist doof, die kann man nur entfernen. Mal gucken, geht der Müll davon weg? Kann man nur entfernen, wenn es leer ist. Oder bewegen, wenn es leer ist, wahrscheinlich, wa? Okay. Gebäude verschieben ist nicht möglich. Stoppen. Okay, komm. Gebäude in andere Einrichtungen entleeren. Aber was wir hier machen können, hier kann ich dann wirklich eine Straße nebensetzen. Nein, Verbesserung in dem Fall nicht. Ich mache nur eine zweite Straße. Nein, kommt hier. Ach Leute, sitzt der Wurm drin. So, dann machen wir hier gleich mal die vierspurigen Straßen hin. So, dann kann ich jetzt von da oben auch angehen. Von hier oben ist runter. So ein Schrott. So. So. Damit führen wir das einfach runter und dann reißen wir die Straße da auch noch weg und dann haben wir da schon mal eine kleine Umgehungsstraße, wo die Jungs und Mädels lang können. So. Mo, ich fühle mich gerade auch ein bisschen vermode. Okay, hier haben wir einen klitzekleinen Verkehrsinfarkt, würde ich mal so sagen. Ist das ätzend? Ja, das könnte man hier verbessern. Ach so, hier ist die Feuerwache. Eine von denen. Mal wieder. Setzen wir sie doch mal dann. Ja, glücklich, unglücklich ist doch schön. Naja, schön ist es nicht, aber. Aber wir können das Ganze ein bisschen entspannen. Ein bisschen zumindest, ein klein wenig so. Was wir noch machen könnten, wäre. Wenn man sich hier verklickt, hat man verloren.
So, das machen wir jetzt in der normal befahrbaren Straße hier. Also. Großartige Stadt. Oh, cool. Wir können das Solarkraftwerk bauen. Jo, da sind wir ja mal unverhofft oft schnell weitergekommen. So. Ja, die Mülldeponie, die. Bringen hier alles zum Erliegen. So. Ja, ich weiß, wir haben ein Müllproblem. Ich versuche mich gerade drum zu kümmern. Sodale, und dann können wir eigentlich. Da noch zwei Stück hinsetzen. So, und wir haben jetzt eigentlich genug Geld, dass ich mir mal die Feuerprobleme hier angucken kann, weil ich wollte hier noch irgendwo eine Feuerwehr machen, wo die Jungs schnell von A nach B kommen. Das Sinnvollste wäre, das dann hier hinzusetzen. Strom brauchen Sie. Wasser haben Sie auch? Das passt doch. So. Ja, dann hätten wir auch hier das Verkehrs. Dafür staut sich's jetzt da. Okay. Das Gefühl, das ist auch der Grund, weil die Straßen hier einfach zu klein sind. Die funktionieren, das geht. Ich könnte die jetzt noch ein bisschen größer machen hier. Kommt, machen wir es einfach mal. Zack, zack. So, das sind schon. Da kann ich nichts, weil die Mülldeponien da sind. Gut, da muss ich zusehen, dass die Mülldeponie langsam wegkommt. Ja, die Einbahnstraße hier war zwar eine gute Idee, aber die verstopft jetzt auch alles. Dafür normalisiert sich's hier hinten wieder. So, davon kommen die von da. Okay, so gut wie. Ah, was will Twitterino wieder? Mietet Lagerräume an. Ja, hatten wir doch auch schon alles. Nee, ich weiß auch nicht, wie viel die Stromzähler verbrauchen. Kernkraftwerk, tralalala, ja, unsere Stadt soll schöner werden. Ist doch schon schön, oder nicht? So, jetzt wollte ich aber noch überlegen. Wir haben da drüben ja das jetzt gekauft. Hier kann man noch ein bisschen Landwirtschaft wieder hinlegen. So, und eigentlich müssten wir hier dann irgendwie auch was machen. Hier ist die Bahnstrecke. Hier könnten wir also einen Bahnanschluss machen. Eigentlich wäre es cool, wenn wir das Gewerbegebiet dann hier rüber kriegen noch. Dass sich das lohnt. Will ich das wirklich hier haben, das Gewerbegebiet, oder mache ich das lieber? Ich gehe mal kurz in die Großansicht. Da haben wir es. Na gut, das ist eigentlich jetzt hier. Es ist nicht so wirklich viel los. Ich
Könnte das Gewerbegebiet dann hier weiter rüberziehen? Oder da? Hier hätten wir ein großes Autobahndreieck. Okay, bis auf hier, wo die Mülldeponien dran schuld sind, hat sich's ja einigermaßen beruhigt, würde ich sagen. Es hat mit den Straßen, mit den großen gut geklappt. Also das, was ich jetzt noch machen könnte. Strom. Dass wir die Kreuzung beibehalten. Mehr einspurige Straßen kann man die Kreuzung nicht beibehalten, das funktioniert nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die jetzt nicht da rumfahren. Oder von da kommen. Noch Platz hätten wir ja. Können wir nochmal gucken, was wir hier mit der Anbindung machen. Ich glaube, die Anbindung hier ist auch ein bisschen das Problem von der Feuerwache wieder. Zack. So, schauen wir mal, ob ich hier dann doch nochmal was machen kann mit der Straße. Warum meinte ich nicht? Der Schwachsinn geht. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte die Straße haben, das. Ach doch, das geht dann auf einmal auch. Ja, dann machen wir es auch so, weil dann ist das hier auch noch mal ein bisschen entlastet. Ach so, der Friedhof, ja. Wie sieht es mit dem Friedhof aus? Friedhof? Wie viele Tote liegen da schon drauf? Ach, da haben wir noch ein paar Platz drauf. Okay, ein paar Tote haben also noch Platz auf der Kiste. Das kriegen wir hin. Bin nur zu füllen, ne? So. Eigentlich, was wollte ich denn machen? Ich habe überlegt, nee, da Büro nicht, aber ich könnte hier oben, könnten wir Büros ansiedeln. So hinter der Schule, dann mache ich hier nämlich. Guck ich mal, könnte ich doch hier. Ja, schauen wir mal, hier könnte man eigentlich das Gewerbegebiet hinsetzen. Das größere, da vom Blödsinn-Gewerbegebiet, das da, ey, da spielt man mal ein paar Minuten gerade nicht, oder? Setze ich da Büro hin? Na komm, wir setzen mal Büro hin, mal gucken, was bringt. Wenn es nicht ist, dann kann man es ja immer noch Köpfe der Spitz abreißen. So, und da das Büro ist, kann ich ja eigentlich. Nein. So. Und von der Seite dann nochmal darüber. Dann können wir das schön erschließen, das Gebiet hier. Dann mal kurz gucken. Wassermäßig habe ich da nichts. Also mal kurz Wasser rübergezogen. So, dann haben wir hier auch eins der Gewerbegebiete. So, Wasser haben wir. Straße. 1, 2, 1, 2. So, und dann kommt hier jetzt noch Gewerbe hin. Ach ne, Büro habe ich da gesagt. Hier kommt Büro hin. Ja, mal gucken, wie es wird, ob das da angenommen wird oder nicht. So, machen wir hier noch ein bisschen Wasser.
So, und dann haben wir hier auch schon ein bisschen Wasser für das kleine Bürogebiet. Ach, das ist diese Erbauungsdienste. Das wollte ich eigentlich auch mal bauen, die Wasseraufbereitungsanlage. So, gehen wir aus dem Wassermenü mal raus. Der Verkehr hat sich nicht wirklich beruhigt. Das ist ja schlimmer geworden. Ich glaube, ich baue auf der anderen Seite der Straße hier gleich noch ein neues Gewerbegebiet. Und verlagere das dann langsam von da nach da. Ich denke, das ist das Sinnvollste. Was ich machen kann, ich kann hier noch ein paar schöne Wohnblocks zusetzen. Das darf doch auch nicht mehr lange gehen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Da kommt dann die nächste Straße. Ist erstmal da. Von da. Da kommt die nächste Querstraße. Dann kann ich die Residenz hier eigentlich schon reinklatschen. So, klatsch. Und hier machen wir wie gehabt. Hier kommen die Kleinen hin. Solange es halt geht. So, was hier glaube ich dann wieder fehlt, ist genau Wasser. Das ziehen wir hier mal wieder lang. So, Wasser. Wasser, 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 Wasser. So, haben wir den Knoten da auch gleich mal dran. So, dann könnte ich noch mal gucken. Da ist eine von unseren U-Bahn-Stationen.